Hi Leute, willkommen beim Phantasos Studio. Ja, heute mal wieder mit der klassischen Begrüßung, klassischen Ansage. Niemand hat gesagt, dass die jetzt für immer gestorben ist. Demnach völlig okay. Wir wollten ja nur ein bisschen durchmischen. Was steht heute an? Wir spielen Stormcloud Attack, Faith and Heresy. Das, Luftkampfspiel in den Himmeln des 41. Jahrtausends, ganz wichtig, in den Himmeln des 41. Jahrtausends, die sind nämlich ganz anders als die, die wir jetzt haben. Der Dennis und ich werden das spielen, da ist der Dennis, winkt fröhlich in die Kamera und sagt Hallo. Der Dennis hat nämlich sich die Mühe gemacht und die komplette Box für diesen Spielbericht bemalt. Zum einen haben wir den Storm Talon, der in dieser Box ist, im Farbschema der Iron Hands. Sehr, sehr, sehr cool geworden, vor allem hier mit diesem Farbverlauf in dem Cockpit. Und wir haben den Helldrake, den Helldrake der Chaos Space Marines. Das ist auch das Modell, das wir für die Studio Demonkin verwenden. Und die beiden geben sich heute mal die Kante bezüglich dieses Spiels. Wir haben noch überhaupt keine Ahnung, wie es geht. Also wir haben die Regeln gelesen, aber den Rest werden wir jetzt quasi, Achtung, Wortwitz, on the fly während des Spiels machen. Was? Und dafür haben wir dieses nette kleine Regelbuch, beziehungsweise Flughandbuch und diese Übersichtstafel. Die zeigt euch aber im Prinzip auch schon so ein bisschen den Spielablauf. Ich gehe mal hier oben kurz drauf. Das Spiel, eine Spielrunde findet im Prinzip in drei Impulsen statt, erster, zweiter, dritter und es gibt dann noch eine Schadenskontrolle und in den jeweiligen Impulsen machen beide Spieler dann Aktionen, die sie anhand ihrer Schubeinstellung, wie man hier sehen kann, sich aussuchen können, was da jeweils möglich ist, wie das dann genau mit der Initiative abläuft, den Treffern, den Schäden und so weiter. Das werden wir uns gleich alles noch in Ruhe ansehen. Das Spielfeld wird ziemlich übersichtlich sein. Wie gesagt, das Ganze spielt in der Luft. Wir haben hier diese zwei kleinen Felsen stehen, die sind eigentlich nur zur Deko. Ansonsten gibt es bei diesem Spiel kein Gelände, weil es eher ums Manövrieren geht. Ja, wir sind gespannt, wie das Ganze aussieht. Wir bauen jetzt einfach mal das erste Testszenario auf und gucken dann, wie das funktioniert. Bis gleich. Wir beginnen einfach mit der ersten Probemission. Das ist Duell, Zufallsbegegnung. Einfach Luftkampf von zwei Fliegern, die sich in der Luft begegnen. Sie starten mit einer Schubeinstellung von 3. Dazu erzähle ich mehr. Und hier ist die Aufstellung. Im Prinzip in zwei gegenüberliegenden Ecken werden die platziert. Es ist nicht angegeben, wie groß der Spieltisch sein soll, was das jetzt für eine Fläche ist. Für uns sieht es stark nach einem 1,80x1,20 Spielfeld aus. Ob das jetzt Sinn macht, werden wir ja gleich sehen. Die Aufstellung, ja, der Helldrake steht da hinten, der Storm Talon der Iron Hands steht hier und ihr seht hier so eine Reihe von lustigen Würfeln, die bereits um die Modelle herumgelegt wurden. Der kommt ja eigentlich auch noch dazu, spielt aber erstmal keine Rolle. Das ist ganz entscheidend und wichtig, kann ich euch gleich mal im Vorfeld sagen. Wir haben hier vorne einen blauen Würfel, der an der Front anliegt. Das ist die Schubeinstellung, die darf auch nicht verändert werden. Mein Flieger ist gerade mit einem Schub von 3 unterwegs, der Helldrake auch, so wie in dem Szenario angegeben. Und wir haben hier hinten noch einen weißen Würfel und einen schwarzen Würfel. Der weiße Würfel zeigt die Strukturpunkte des Fliegers an, quasi so eine Art Lebenspunkte. Der schwarze Würfel zeigt den derzeitigen aktuellen kritischen Treffer an. Ein Flieger kann verschiedene kritische Treffer kriegen, allerdings immer nur einer Art eben. Und das wird dann entsprechend verändert. Ich habe 5 Strukturpunkte. Wie gesagt, zurzeit sind noch keine kritischen Treffer da, also kann man den Würfel eigentlich gerade weglassen. Und der Helldrake da hinten hat 6 Strukturpunkte, hält also ein bisschen mehr aus. Ich zeige euch mal kurz die Profilwerte von so einem Flieger. Da gibt es nämlich dann diese schönen Dinger. Ich glaube, Storm Talon Gunship. Ja, das ist der richtige. Das ist quasi so mal die Profilseite. Man sieht den Maximalschub, Beschleunigung, Abbremsen, die Zähigkeit, quasi der Widerstandswert, Struktur, das sind quasi die Lebenspunkte und eine Schadenskontrolle, um Schaden zu reparieren. Es gibt Sonderregeln und dann gibt es noch eine Tabelle für die einzelnen Waffen. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Waffen haben verschiedene Feuerwinkel, zum Beispiel frontal, starr. Frontal, starr haben wir die meisten. Und sie haben eine Reichweite, das ist wiederum in Zoll gemessen. Trefferwürfe, auf was sie treffen, zum Beispiel 3+, 4+ und so weiter. Schadenspunkte, die sie anrichten. Und dann gibt es hier noch eine recht kompliziert aussehende Manövertabelle. Da kommen wir aber während des Spiels zu. Wichtig im Prinzip ist, dass man sich vorher entscheidet, welche Waffen man aussucht. Es gibt keine Punktewerte oder so, man hat also die freie Wahl.
Ich habe mich in dem Fall für eine, bevor ich es jetzt falsch mache, synchronisierte Sturmkanone und synchronisierte schwere Bolter entschieden. Und beim Helldrake, ja, es gibt hier an den Büchern auch noch andere Profilwerte. Beim Helldrake gibt es im Prinzip nur die Hades-Maschinenkanone oder den Hexenfeuerwerfer. Für was hast du dich denn jetzt entschieden? Hexenfeuer! Hexenfeuerwerfer, das ist eine Frontalwaffe mit 90 Grad Feuerwinkel, hat eine Reichweite von 10 Zoll, also relativ kurz. Trifft allerdings schon auf die 3+, macht 2 Schaden im Vergleich zur Maschinenkanone. Die hat 5 Zoll mehr Reichweite, hat sogar 4 Würfel, trifft halt nur auf die 5. Aber der Helldrake, auch wenn er hier jetzt eher unterbewaffnet aussieht, hat der noch eine Sonderregel, und zwar Krallenattacke. Der kann auch, wenn er will, in den Nahkampf gehen. Mal sehen, wie das in der Praxis funktioniert. Okay, im Prinzip, die Kontrahenten stehen. Ja, es sieht furchtbar unspektakulär aus, aber ich glaube, das kann auch ganz witzig werden. Wir fuchsen uns jetzt mal in die Initiative rein, erste Runde, und zeigen euch dann mal, wie das Ganze abläuft. Bis gleich. Wir sind jetzt mitten in der ersten Runde und ich versuche euch mal grob zu sagen, wie der Ablauf ist. Im Prinzip handeln die verschiedenen Flieger in der Reihenfolge ihrer Schubgeschwindigkeit. Bei Gleichstand wird mit 2 Würfeln gewürfelt und der niedrigere handelt zuerst. Wir haben beide gewürfelt. Ich glaube, ich hatte eine 5, der Dennis eine 4 oder 3. Und der Dennis hat also dann zuerst gehandelt. Der Dennis hat sich 2 Längen vorwärts bewegt. Was das alles genau heißt, zeigen wir jetzt kurz anhand von meinem Zug. Denn, ja, ich bin dran. Der Stormhawk Interceptor. Wir sind erstmal in der ersten Impulsphase. Damit fängt es an. Und ich habe eine Schubeinstellung von 3. Das bedeutet, ich fliege mit... Bitte was? Der Stormtalon. Was habe ich gesagt? Stormhawk. Der Stormhawk. Ich wollte mir einen kleinen Vorteil verschaffen. Der Stormtalon. Ich habe eine Schubeinstellung von 3. Normalschub. Das bedeutet, ich führe ein Manöver aus, dann schieße ich, dann beschleunige oder bremse ich ab. Gut. Ich glaube, weil ich hier Stormhawk gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob der so viel besser ist. Okay. Ich blätter mal um. Da ist er. Jetzt suche ich mir ein Manöver aus. Ich kann den Kurs beibehalten, eine Steilkurve, eine Wende, eine Fassrolle, schnelle Wende, Abrisswende oder einen Vektorschub. Lustigerweise ist in diesem Buch, wenn ich es gerade auf die Schnelle finde, mit einer Hand immer sehr schwer zu blättern, sind die auch hier so im Einzelnen beschrieben, fluffmäßig, was das bedeutet. Naja, ich will mal auf meinen Gegner zufliegen, also werde ich einfach mal einen Kurs beibehalten. Machen, ganz unkompliziert. Ich habe einen Schub von 3, das heißt, es ist gefahrlos. Ich muss nicht würfeln, um das Manöver zu machen. Und um das Manöver auszuführen, habe ich Bewegung, Bewegung. Das hier sind verschiedene Schlüsselwörter, die es gibt. Bewegung, Wende, Schiebeflug, da gibt es verschiedene Sachen. Ich habe Bewegung, Bewegung. Das heißt, ich bewege mich 2-mal. Wie bewege ich den Flieger? Ich habe den Würfel hier liegen. Ich nehme jetzt den Flieger und lege ihn einfach direkt auf die andere Seite. Man bewegt sich quasi immer so eine kleine Würfellänge weiter. Dann kommt der Würfel wieder nach vorne und ich habe nochmal eine Bewegung. Das heißt, ich bewege ihn noch weiter. So, das ist halt ganz wichtig, dass man sozusagen so ein bisschen aufpasst, dass der Würfel immer hier vorne mittig liegt. Beziehungsweise, wenn man zum Beispiel eine Drehung macht oder ähnliches, dass man den Würfel dann hier auch verschieben kann und dann entsprechend seitwärts fliegen kann zum Beispiel. Jetzt habe ich meine 2 Bewegungen gemacht. Der Würfel kommt nach hinten, um zu zeigen, dass ich mein Manöver ja erledigt habe. Jetzt kann ich noch beschleunigen oder abbremsen. Um zu beschleunigen, gibt es hier eine Tabelle. Beschleunigen mache ich auf die 2+, abbremsen auf die 1+. Ich möchte auch beschleunigen, also würfel ich. Ich nehme einfach mal diesen roten Würfel, das ist eine 2. Das heißt, die Beschleunigung hat geklappt. Das bedeutet, ich werde den Würfel hier oben auf die 4 drehen. So. Dann könnte ich theoretisch noch schießen, beziehungsweise vorher schießen. Sorry, das Schießen kommt vor der Beschleunigung. Aber ich habe nur eine Reichweite von jeweils 10 beziehungsweise 15 Zoll. Wenn du das gerade mal kurz so ausmessen könntest, um zu sehen, wo ich in die Luft baller. Also das ist irgendwo hier noch weit von meinem Gegner entfernt. Das ist jetzt der erste Impuls gewesen. Jetzt kommen wir schon zum zweiten Impuls. Der Dennis fängt wieder an, dann mache ich meinen Zug. Dann zum dritten Impuls. Der Dennis fängt wieder an, dann mache ich meinen Zug.
Und so geht es jetzt die erste Runde durch. Die erste Runde ist vorbei und ich glaube, bezüglich des Spieltisches haben wir uns nicht getäuscht, was die 1,80 angeht, weil die erste Runde und wir stehen jetzt schon fast hier in der Mitte. Ich habe einfach nur Gas gegeben ohne Ende, um nach vorne zu kommen, immer weiter beschleunigt, habe jetzt eine Beschleunigung von 5. Und der Dennis schleicht noch rum. Der schleichende Eldrake im sanften Gleitflug, weil er seine Beschleunigung zweimal nicht geschafft hat, ist etwas gemütlicher geflogen, ist jetzt hierhin so abgebogen. Wir hatten das vorher in dem gerade eben falsch gesagt, wenn in einem Impuls jemand die höhere Beschleunigung hat, handelt er zuerst. Und in dem Fall war ich das dann. Ansonsten noch eine ganz wichtige Sache bezüglich der Waffenreichweiten, beziehungsweise die Waffen haben einen Feuerwinkel. Bei mir haben die synchronisierten Bolter einen starren Feuerwinkel. Das heißt, ich habe wirklich nur einfach eine gerade Linie von der Front aus bis zu 15 Zoll, wo ich schießen kann. Und meine synchronisierte Sturmkanone hat einen 90 Grad Feuerwinkel. Das heißt, ich kann so den Frontbereich, man kann sich hier wirklich sehr gut am Flugbase orientieren. Ich kann den Frontbereich sehr gut abdecken. Allerdings habe ich dann nur eine Reichweite von 10 Zoll. Warum der Dennis jetzt hier abbiegt, kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht. Eine Sache, die auch noch sehr, sehr wichtig ist, diese Würfel, die hier liegen, das ist eine ziemlich lustige Sache, sowohl der schwarze, als auch der blaue, als auch der weiße da hinten, die sollen immer an den Fliegern liegen bleiben. Hm? Was ist los? Der weiße. Oh ja, die brauchen wir gerade nicht. Die sollen immer an den Fliegern liegen bleiben. Die dürfen nicht zum Würfeln genommen werden. Ich müsste gleich nochmal nachlesen, aber wenn ein Spieler wissentlich oder unwissentlich die Würfel zum Würfeln benutzt, gerät sein Flieger ins Trudeln und hat, glaube ich, die Gefahr abzustürzen. Das heißt, das macht man wahrscheinlich nur einmal, diesen Fehler. Finde ich, ist eine lustige Sonderregel. Ich schaue gleich nochmal nach, ob das wirklich so ist, aber irgendwas stand da. Wir sind am Ende der ersten Runde und kommen jetzt in die zweite Runde. Ich glaube, jetzt geht es dann gleich schon zur Sache. Bis gleich bei Stormcloud Attack. Sorry, kleine Kurskorrektur. Ey, ich liebe es. Man kann bei diesem Spiel unglaublich viele furchtbare, schlechte Wortwitze bringen. Wir waren noch gar nicht am Ende der Runde. Ich habe dem Dennis fieserweise seinen dritten Impuls quasi gestohlen. Und jetzt sehen wir auch, was sein Ziel ist. Er hat jetzt hier eine Wende gemacht. Das heißt, er schwenkt jetzt so langsam rum. Ist natürlich komplett aus meinem Feuerwinkel raus. Ich muss mal gucken, wie ich ihn dann da jetzt einholen kann. So, jetzt kommen wir aber dann tatsächlich zur zweiten Runde. Und in der Runde 2 beginnt auch jetzt schon hier das Feuergefecht. Ich habe ja den höheren Schub, also ist der Storm Talon, jetzt ist richtig, zuerst dran gewesen. Ich habe mich für eine Wende entschieden. Die Wende. Bewegen, Wende, bewegen. Gefahrlos, beziehungsweise Modifikator. Ich müsste würfeln. Ich schaffe es auf die 1+. Ich habe zurzeit keine Modifikator auf die ganze Sache. Das heißt, ja, das Ganze gelingt. Ich bin vorgeflogen, habe mich dann gedreht und bin dann nochmal ein Stück vorgeflogen. Und ja, meine synchronisierten Bolter hatten kein Ziel, aber meine synchronisierte Sturmkanone hatte mit den 90 Grad, dahin geht es ungefähr, ein Ziel und auch innerhalb von 10 Zoll. Damit habe ich gewürfelt. Ich habe 2 Trefferwürfe auf die 3 und mache insgesamt einen Schaden von 2 pro Treffer. Ich habe eine 6 und eine 1 gewürfelt, das heißt, ich habe einmal getroffen. Ich habe also damit einen Schaden von 2 angerichtet. Hätte ich mit beiden getroffen, richte ich einen Schaden von 4 an. Ich vergleiche dann den insgesamt angerichteten Schaden mit der Zähigkeit des Ziels. Der Heldrake hat eine Zähigkeit von 4 und schaue dann auf einer Tabelle nach. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen kompliziert, aber ist es eigentlich gar nicht, um zu sehen, wie ich ihn angekratzt habe. Wenn mein Schaden unter der Zähigkeit ist, ist es so, dass ich... Ist die Schadenstabelle eigentlich auch hier auch auf der Rückseite drauf? Nee? Na, da haben sie sich ja wirklich ein bisschen... Also man muss sehr viel mit dem Buch arbeiten, das ist uns schon aufgefallen. Man muss extrem viel hin und her blättern. Ach, hier hinten sind auch noch die Schadenstabellen drauf. Die Zähigkeit war höher als mein Angriff. Ich habe 2 Schaden gemacht, Zähigkeit ist 4. Das wird dann auf dieser Tabelle nachgesehen. Ich würfel einmal auf der Tabelle für Schaden. Das ist diese hier. Das habe ich gemacht. Ich habe einen kritischen Treffer gewürfelt. Dann gehen wir hier rüber. Und ich habe seine Steuerung beschädigt. Ziehe 1 von den Gefahrenwürfen des Fliegers ab. Jetzt können für ihn auch Würfe von 1+ gefährlich werden. Der kritische Treffer ist hier unten mit einer 2 markiert. Aber ansonsten hat der Heldrake keinerlei Strukturpunkte verloren, weil es ist im Prinzip hier nichts angegeben, dass da irgendwas verloren gegangen ist oder verloren geht.
Dann kommt jetzt dein, ja genau, Krallen hoch, zwei Krallen hoch. Yeah. Dann kommt jetzt dein Impuls. Ja, und schon steht der Heldrick auf der anderen Seite. Der Dennis ist im Prinzip einmal hier so um mich rumgeflogen und hat versucht, eine Nahkampfattacke zu machen, auch wenn das nicht ganz funktioniert hat. Also im Prinzip, du müsstest über mich rüberfliegen, genau, um das zu machen. Genau, das hast du nicht geschafft. Du hast jetzt so eine Wende gemacht und bist dann quasi einfach an mir vorbeigeflogen. Jetzt fliegen wir einfach halt aneinander vorbei. Jetzt kommt der zweite Impuls. Jetzt muss ich ja mal gucken, dass ich jetzt wiederum irgendwie eine Wende hinkriege, um dich zu fassen. Okay, da fällt mir ein, ich habe ja zurzeit eine Geschwindigkeit von 5. Bei einer Geschwindigkeit von 5 fliege ich ja Vollschub. Das heißt, ich hätte in meiner Aktion, muss ich 2 Manöver durchführen. Das heißt, du darfst eigentlich deinen Flieger nochmal zurückdrehen, weil ich ja vorher nochmal dran bin, weil ich ja 2 Manöver machen darf. Verdammt! Das ist gar nicht so schlimm, glaube ich, weil unter Umständen bist du dann besser positioniert. Es ist ein Testspiel, ja. Und ich muss aber sagen, jetzt schon, es steckt ein bisschen mehr drin, als man denkt. Das machte erst nicht so den Eindruck, aber ich glaube, das ist mit dem Rummanövrieren kann das noch eine ganz spannende Sache werden. Wir machen jetzt gerade den Zeitsprung zurück zu meinem ersten Impuls und ich schaue mal, was ich noch mache. Einen Moment. Also, wie es scheint, hat der Dennis schon mal irgendwann den Pilotenschein gemacht und mir davon nichts gesagt. Ich hatte jetzt so ein bisschen das Problem, dass mein Flieger noch immer mit Vollschub am Fliegen war. Und ich sage und schreibe für eine Abrisswende, die ich eigentlich machen wollte, um mich zu denen 4+ braucht. Da habe ich aber die Hosen voll und lasse das. Das heißt, ich habe dann lieber mal zwei normale Wenden gemacht und eine normale Wende, sorry. Und fliege jetzt ein bisschen dämlich einfach hier so geradeaus. Während der Dennis, der sich wohl schon schlauerweise ein bisschen mit dem Helldrake beschäftigt hat, zurzeit hier eine Kehre gemacht hat. Er hat zwar den einen kritischen Treffer, das heißt, er hätte alles würfeln dürfen aus einer 1, hat eine 2 gewürfelt, also harmlos. Wände bewegen. Und dadurch hat er die Möglichkeit gehabt, hier einmal so einen Bogen zu fliegen. Und jetzt ist er quasi hinter meinem Flieger. Und zum Glück hat der Hexenfeuerwerfer nur 10 Zoll Reichweite. Ansonsten hätte er jetzt hier mich beschießen können. Ich muss jetzt mal sehen, wie ich da jetzt wieder rauskomme. Ende der zweiten Runde. Meine Abrisswende hat funktioniert. Das heißt, ich habe mich mal zumindest so ein bisschen drehen können. Es ging auf die 3+. Ich habe eine 4 gewürfelt, kein Ding. Und wir hatten gerade auch festgestellt, dass wir in der ersten Runde einen kleinen Fehler gemacht haben. Und zwar, wenn der Helldrake, beziehungsweise der Dennis mit seinem Helldrake, nur einen Impuls von, eine Schubeinstellung von 2 hat, dann kann er beim dritten Impuls nur schießen. Vorhin hatten wir ihn noch bewegt. Was soll's? Dann passen wir halt jetzt drauf auf. Jo. Das heißt, er steht jetzt einfach nur da oder fliegt einfach nur und kann halt nicht schießen. Das heißt, wir kommen schon in die dritte Runde, beziehungsweise du kannst, wenn du willst, auf die Schadenskontrolle noch würfeln, genau, und versuchen, deinen kritischen Treffer wegzukriegen. Du hast eine Schadenskontrolle von 2+. Das ist ja relativ harmlos. Juhu. Okay, damit ist der kritische Treffer weg. Und wir sind noch beide, unangetastet und kommen in die dritte Runde. Ich frage mich wirklich, wann es anfängt, hier richtig zu knallen. Dann wäre der Drache zum Grauen. Ja, ich bin gespannt. So, und hier ist, Achtung, der nächste Karlauer. Das hier ist die Vogelperspektive des Schlachtfeldes. Weil jetzt ist ganz furchtbar. Irgendwie gehen hier auch alle gerade zum Fremdschämen aus dem Raum. Was habe ich gemacht? Ich habe mich mit dem Storm Talon vorbewegt und aus allen Rohren gefeuert. Und habe nichts erreicht, beziehungsweise nur die synchronisierte Sturmkanone hat getroffen, das heißt 2 Schaden. Ich habe ihn angekratzt im Prinzip. Das Einzige, was ich erreicht habe, ist, dass sich der Helldrake mal nach rechts und links eine Wende durchführen musste aufgrund der Treffer. Ansonsten war das ziemlich harmlos. Dann waren meine Impulse durch. Der Dennis hat dann seinen ersten Impuls durchgeführt und das gemacht, was er schon machen wollte. Er ist einfach auf mich zugeflogen. Einmal über meinen Flieger rüber. Wenn quasi 2 Flieger sich kreuzen, wird einfach mit einem W6 gewürfelt. Bei einer 1 verlieren beide einen Strukturpunkt. Das macht dann einfach irgendwie Rums. Wir haben keine 1 gewürfelt, das heißt, da passiert nichts. Aber er hat eine Clown-Attacke gemacht. Dafür ist der Heldrick wahrscheinlich berühmt-berüchtigt. Da macht er einfach W6 Schaden. Also Schaden, nicht Strukturpunkte. Er hat eine 4 gewürfelt.
Das sind also 4 Schaden. Ich habe einen, wie heißt das, nicht Widerstand, sondern Zähigkeit von 4. Auf der Tabelle heißt das gleich hoch oder ein Punkt höher. Ich bin ramponiert, ich verliere einen Strukturpunkt. Der erste ist weg. Und es wird auf der Schadenstabelle gewürfelt. Das hat der Dennis gemacht. Da haben wir gewürfelt fallendes Blatt. Ich verliere einen weiteren Strukturpunkt oder gerate ins Trudeln. Und Trudeln habe ich mir mal so angesehen. Bei einer 1 würde ich sofort abstürzen. Bei einer 2 bis 3 gibt es dann irgendwelche Wenden, die ich machen muss, oder ich bin außer Kontrolle. Also irgendwie war alles nicht so toll, deswegen habe ich mir den zweiten Strukturschaden genommen. Ich habe jetzt noch 3 Strukturpunkte und der Heldrick hat noch die volle Anzahl an Strukturpunkte und wir sind ja erstmal im ersten Impuls gewesen der dritten Runde. Das heißt, es geht jetzt hier richtig zur Sache. Und ich bin mit meiner Schubeinstellung von 4 dran in meinem zweiten Impuls. Das heißt, ich habe einen Normalschub, ich suche mir ein Manöver aus und schieße dann. Aber wie ich das jetzt schaffen soll, den da irgendwie zu beschießen, weiß ich auch nicht. Dennis blättert gerade im Flughandbuch, um sich das nächste teuflische Manöver auszusuchen, mit dem er meinen Storm Talon jetzt gleich auseinander nimmt. Ich habe hier nochmal so eine Abrisswende gemacht. Der Würfelwurf von 3 plus hat auch geklappt. Wir fliegen jetzt so ein bisschen parallel. Und ganz wichtig, wir haben festgestellt, so ein Laserpointer ist für so ein Spiel ungeheuer praktisch, weil man zum Beispiel auch hier sehen kann, in welcher Reichweite quasi was ist. Da es ja um die Berührung des Base geht und nicht jetzt hier um die Flügel, konnte ich jetzt auch nicht ihn beschießen, den Heldrake. Und hast du irgendwas Schlimmes, Böses, Fieses dir ausgesucht? Ja, ich mache nochmal eine Kehre, weil die so gut funktioniert. Weil man damit so, du gleitest so fröhlich um mich herum, völlig entspannt, während ich wahnsinnig wild um mich schießend, Gas gebend durch, wie es halt bei so einem Space Marine ist. Und dann mach's irgendwie rums, damit ihr es auch mal live seht, wie sich sowas bewegt. So. Jetzt dreht er sich nochmal. Ja, so ein Heldrake ist natürlich dann schon, was das Manövrieren angeht, ein bisschen eine größere Sache. Hast du dich irgendwie über mich drüber bewegt? Nein. Okay, das heißt. Nicht. Das kommt noch. Du stehst aber jetzt großartig hier so an mir dran. Ich würde jetzt gerne auf der Stelle bleiben und einfach nur schießen. Du musst jetzt in mich reinfliegen. Machst du dann den Nahkampfangriff automatisch, wenn du reinfliegst oder wenn ich reinfliege? Nee, nur wenn ich mich über dich drüber bewege, mache ich automatisch den Nahkampf. Okay, dann passiert das nicht, aber trotzdem kann halt passieren, dass es hier rumst und das ist vielleicht nicht so toll. Dann ist jetzt der zweiter Impuls? Das war mein zweiter Impuls, weil beim ersten Impuls bin ich über dich rüber geflogen und hab dir deinen. Das heißt, wir kommen jetzt schon zum dritten, ne? Ja. Das ist weiterhin Normalschub bei mir. Und ich wollte ja eigentlich abbremsen. Warum liegt eigentlich nicht eine 5? Ich bin doch bei der 4 gewesen. Ich war doch bei der 4. Genau. Dankeschön. Und ich wollte vorige Runde noch abbremsen. Willst du es noch machen? Nein, ich bin ein harter Pilot. Ich mache das beim nächsten Mal. Okay. Eigentlich bräuchte ich noch die Top Gun Musik so langsam zum Einspielen während dieses Films. Okay. Battle Reports. Ich mache meinen dritten Impuls Normalschub. Man kommt ganz schön durcheinander bei der ganzen Sache. Es wird jetzt wirklich, wirklich spannend. Man kann das eigentlich gerade relativ gut so beschreiben. Ich habe eine. Was war es nochmal gemacht? Egal, eine Wende, die mir auf jeden Fall, wo ich den Würfelwurf zum ersten Mal verzockt habe, das heißt, ich habe einen Strukturpunkt verloren, habe dann mit meinem synchronisierten Sturmbolter das Feuer eröffnet, habe bei dem Heldrake eine Munitionsexplosion angerichtet, was ihm einen Strukturpunkt gekostet hat und er hat eine Waffe beschädigt, kritischer Treffer 3, das heißt, er trifft jetzt um 1 schlechter. Dennis hat sich jetzt mal komplett gedreht. Ist jetzt an mir vorbeigeflogen und haarscharf quasi hat er mein Base mit seinem Flieger berührt. Wir haben auf Kollision gewürfelt, nur bei einer 1 passiert da was, da ist nichts passiert. In den Regeln heißt es aber, wenn sich die Basen irgendwie berühren, die Flieger überlappen, fliegt quasi dann der Aktive einfach so lange weiter, bis er wieder Platz hat. Aber jetzt kommt der spannende Teil, denn jetzt kommt der spannende Teil und zwar hast du jetzt eine Nahkampfattacke? Jawohl. Deine Nahkampfattacke hat 6 Schaden verursacht. Das ist mehr als meine Zähigkeit von 4. Das bedeutet auf der Tabelle. Oh, nee, ich bin. Oh, warte mal, 4. Das ist sogar 2 mehr Punkte höher als die Zähigkeit des Ziels. Ich bin durchlöchert. Das heißt, ich verliere 2 Strukturpunkte. Ach du liebe Zeit. Ich bin jetzt runter auf einen Strukturpunkt und jetzt kommt noch. Würfel auf der Tabelle für kritische Treffer. Ich glaube, das war's. Der Iron Hand Storm. Ein Würfel ist das. Storm Talon. Wir sind. Oh, direkt hier. Eine 2.
Die Steuerung ist beschädigt. Ziehe eins von den Gefahrenwürfeln ab. Das ist natürlich unpraktisch. Das heißt, jetzt kann ich auch mal meinen schwarzen Würfel, der da hinten war, benutzen. Weil jetzt lege ich dann einfach mal die zwei hier auf Space. So, der Storm Talon hat noch einen einzigen Strukturpunkt. Ist kurz davor abzurauchen. Und der Heldrake hat nur einen einzigen bisher verloren und pflückt den echt fies gerade auseinander. Okay, wir kommen jetzt zum zweiten Impuls der vierten Runde. Ja, und ich glaube, ich bin gleich um. Futter! Okay, entweder habe ich nicht aufgepasst oder ich bin einfach zu schlecht, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier eine Wende versucht. Ich habe meinen zu Beginn der fünften Runde erstmal meinen kritischen Treffer geheilt oder repariert, dass ich nicht mehr würfeln musste, um Manöver zu machen. Oder dass es nicht um eins erschwert wurde. Ich habe dann eine Wende gemacht, das heißt, eine schnelle Wende, das heißt Wende, Bewegung, bewegen. Aber gegen den Heldrake kommt man einfach nicht an, wenn der mit Schub 2 fliegt. Dennis hat dann einfach, was war es, Wende, Bewegung gemacht. Genau. Oder du machst Wende, Bewegung, Wende, oder? Richtig, du hast beides Bewegung, gemacht. Wende. Genau, hat sich also hier einfach mal kurz gedreht, hat mich jetzt voll in der Seite. Hat mit dem Hexenfeuerwerfer, der hatte 10 Zoll, das reicht jawohl. Auch, verdammt. Das reicht, Dicke, ja. Hat dann mit beiden getroffen, eine 6 und eine 4, das sind insgesamt 4 Schaden. Ich habe eine Zähigkeit von 4, das heißt auf der Schadenstabelle, wenn wir nochmal nachgucken, ist das auf alle Fälle ramponiert, dass ich einen Strukturpunkt verliere und damit geht mein letzter Strukturpunkt upsala, flöten. Jetzt bewegen wir den noch. Und der Storm Talon kracht hier irgendwo weg. Ja, das war der Stormcloud Attack Battle Report. Wir machen uns kurz nochmal unsere Gedanken und dann sagen wir nochmal, was wir da so zu von denken. So, die Nachbesprechung. Der Storm Talon hat ja grandios verloren und war massiv überlegen. Ich will jetzt gerade mal kurz ein paar Worte zu meinem Storm Talon sagen, was ich denke. Und Dennis sagt am besten dann was zu seinem Helldrake. Ja, ich denke mal vorab, grundsätzlich die falsche Bewaffnung gewählt. Die synchronisierte Sturmkanone und der synchronisierte schwere Bolter. Das ist schön, um Infanterie bei 40k zu jagen, aber bei diesem Spiel bringt es nicht wirklich was. Da hätte ich doch tatsächlich lieber die Skyhammer-Raketen oder die Laserkanone nehmen sollen, um mal auf 25 bis 20 Zoll was zu erreichen. Trifft vielleicht nicht so gut, sind nicht so viele Würfel, aber erzeugt halt Schaden und dann hätte ich einfach schon mal den Heldrake auf die Ferne erledigen können. Ja, ansonsten, der Storm Talon hat halt ein bisschen weniger Struktur, kann dafür super gut beschleunigen und abbremsen. Die Schadenskontrolle ist ein bisschen schlechter. Ich glaube im Großen und Ganzen, ich war einfach der schlechtere Pilot. Ich habe einfach versucht, möglichst aus der Nähe zu kommen. Hatte ja auch ein, zwei Mal ganz gute Chancen, habe dann die Würfe halt leider nicht gehabt. Demnach, es hätte auch ein bisschen anders laufen können, dann hätte vielleicht der Heldrake es nicht so leicht gehabt. Aber so muss man halt sagen, keine Chance bei den Windbedingungen. ja, Dennis, magst du irgendwas sagen? Ich glaube, du musst ein bisschen lauter sprechen, weil sonst die Gruppe im Hintergrund uns ein wenig übertönt. Ja, also was hältst du vom Heldrake? Also zum Heldrake muss ich sagen, cooles Modell auf alle Fälle, macht riesen Spaß mit zu spielen. Vorteil von dem Ding liegt ganz klar im Nahkampf. Der Storm Talon hat zwar die Reichweite und die Waffen zum Schießen, aber sobald du mit dem Drake halt dran bist und deine Clown-Attacke öfters anbringen kannst, zerreißt du den halt einfach in der Luft. Großer Vorteil ist halt einfach das Kehre-Manöver, dass du halt bei einer Schubeinstellung von 2 immer gefahrlos machen kannst. Ja, die Kehre ist super, super krass. Man kann sich wenden, bewegen. Klappt auch noch eigentlich bei der 2 gut. Nachteil ist halt wirklich, im dritten Impuls kannst du halt nichts mehr machen. Das ist richtig, außer schießen. Ja, ja. Was mit der Kehre relativ easy ist, wie man gesehen hat. Ja, und also das ist super, super mächtig. Ich denke, ja, den kannst du auf die Entfernung ausmanövrieren vielleicht. Ja. Was meinst du, wie man den sonst noch kriegt? Auf alle Fälle, nah rankommen lassen ist bei dem Modell definitiv ein Fehler, aber den Spiel. Das stimmt. Und du hast halt eine recht hohe Schadenskontrolle, 2+. Ja. Das heißt, du hast auch noch am Ende deinen einen Strukturpunkt noch wieder repariert. Das heißt, ich habe dir gar nichts gemacht. Und einziger Nachteil bei dir ist, dass du halt beschleunigen, bremsen jeweils nur auf die 3+. Ja, das ist nicht so gut. Das hindert einen daran, mal schnell an den Gegner ranzukommen. Ja, aber im Prinzip, wenn du halt immer so gemütlich im Kreis um mich herum gleiten kannst,
dann ist das eigentlich ziemlich gut. Oh, die Kamera zeigt an, dass die Zeit rum ist. Demnach würde ich sagen, auf die Schnelle, bevor das Witz hier rum ist, bis zum nächsten Mal, oder? Darfst du in die Kamera wieder? Ja, definitiv. Bis zum nächsten Mal. Macht Spaß. Zum nächsten Mal. Spielen nochmal mit anderen Fliegern. Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht auch nochmal mit denen. War auf jeden Fall sehr cool. Ja, das war der Spielbericht. Macht's gut und bis dann. Tschüss.